So, Kleinanzeigen. Short, zu teuer, Reseller. Was ist das? Ja, genau. Ach, viel zu teuer. Hier findest du doch nie was, nichts. Oh, was ist das? Wow. Wenn das nicht der Schnapper der Woche ist. What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen zum Schnapper der Woche. Jawohl, ja, den gibt es heute und am Ende des Videos gibt es die Auflösung vom Giveaway von den drei Paketen, die ich ja unter euch zum 5000 Abonnenten-Special verlost habe. Aber eins nach dem anderen. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen eine PlayStation 2 gefunden. Für 30 Euro gab es ein sehr verschwommenes Bild. Eine PlayStation 2, ihr könnt das sehen, das ist die silberne. Da sind ein paar Controller drauf. Und im Anzeigentext stand dabei, dass noch 5 Spiele dabei sind und das Ganze für 30 Euro VB. Ich habe den Verkäufer dann angeschrieben, habe gesagt, hier Mensch, mit Versand 35 Euro, passt das für Sie? Und ja, war in Ordnung, ich habe den Zuschlag bekommen und wenig später war das Paket hier da, der Schnapper der Woche. Und wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. In der Kiste war, ich muss es wieder neben mich stellen, sonst wird das nichts. War erstmal, und es ist alles, ich habe noch nicht viel damit gemacht, ne? Normalerweise mache ich vorher sauber, das habe ich diesmal nicht geschafft. War erstmal ein silberner DualShock 2 Controller. Dann, und ich ziehe einfach mal am Kabel, dann noch 2 weitere DualShock Controller. Sieht so ein bisschen aus wie Weihnachtsbaumdekoration. Noch ein schwarzer und noch ein No-Name, weiß gar nicht, ob das ein Big Ben irgendwas Controller ist. Ja, also im Summe 3 Original Sony Controller. Total gut. Die sehen auch alle noch vernünftig aus. Müssen mal sauber gemacht werden. Scheint aber gar kein Problem zu sein. Und falls doch, haben wir halt Weihnachtsbaum-Dekoration. Ansonsten ist hier drin ein Xbox-Kabel. Das ist ein 360 AV-Kabel. Ja, many thanks. Ich finde das mal klasse, wenn die Leute schreiben, das Ding funktioniert und legen dann die Kabel dabei, die irgendwie gar nicht beweisen können, dass es funktioniert. Aber die Konsole soll funktionieren. Das gucken wir uns gleich aber noch an. So, also ein Xbox 360 Kabel. Vielen lieben Dank. Plus leider keine weiteren Kabel. Gut, die Konsole. Oh, hört ihr das? Da ist irgendwas Rappeliges drin. Ja, die müssen wir gleich mal anschließen. Das machen wir live im Video. Ich bin natürlich gespannt, ob die funktioniert. Die ist optisch dreckig, hat ein paar Kratzer, aber ansonsten scheint die völligst okay zu sein. Bis auf das, ja, das gucken wir uns gleich an. Bis auf das Rascheln, das Klackern da drin. Ja, das hat man ja manchmal, dass was kaputt gegangen ist. Wir schauen mal. Aber vorerst gucken wir uns jetzt die 5 Spiele an, die dabei sind. Als erstes ziehe ich aus der Kiste, ja, ganz interessant, Memory Card und Crash Bandicoot 2 steht hier drauf und hinten drauf ist auch Crash Bandicoot 2. Wir gucken mal rein und wir kriegen eine ziemlich abgerockte Anleitung zu Crash Bandicoot 2. Eine Original PlayStation 1 Memory Card. Ja, die ist ja auch mit der PlayStation 2 kompatibel. Und hier drinne ist aber nicht etwa Crash Bandicoot 2. Hier drinne ist in einem, ja, in einem okay Zustand Crash Team Racing. Ja, das fängt ja gut an, wie die Dinge dann nicht zusammengehören. Okay, also einmal Crash Team Racing in Crash Bandicoot 2. Verrückt. Das Ding mal hier hin. Können wir gleich wahrscheinlich noch mal näher gucken. So, des Weiteren eine, das ist ja witzig, des Weiteren Crash Bandicoot 1 in einer, ja, in einem Replacement Case. Gucken wir uns mal an. Die, die ist okay, nicht perfekt, aber ja, halt nur in einem Replacement Case. Okay, mal gucken, was noch so Spannendes kommt. Gran Turismo in einem, ja, in einem Replacement Case. Es ist aber tatsächlich, dass nichts ausgedruckt ist. Ne, hätte jetzt ja auch sein können, dass es eine gebrannte CD ist. Aber nein, das ist wirklich
Gran Turismo drin. Die CD sieht, ja, wie alle, so lala aus, ist okay. Müssen gegebenenfalls geschliffen werden. Also Gran Turismo, hier sogar so geschnitten, dass es in so einem Case einigermaßen ordentlich aussieht. Interessant. Wir machen weiter. Es sollten ja nur 5 Spiele sein. Ich sehe noch einiges mehr hier. Unter anderem Harry Potter und der Stein der Weisen. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist die Anleitung dabei in sehr schönem Zustand. Und das Spiel selber, es ist das richtige Spiel vor allen Dingen drin. Und das sieht auch top aus, wie neu. Harry Potter, huiuiui. Und der Stein der Weisen. Cool, finde ich gut. Jo. Weiter geht's mit... Wieder mit einem Replacement Case. Nee, gar nicht wahr. Mit Rayman 3 in der PC-Version. Oh. PC-Version und ja, da drin ist Rayman 3 ist vorhanden, aber auch Resident Evil 5 für den PC. Das ist die Game DVD. Interessant, was man so alles in so einem Bundle findet. Ich mach mal weiter. Metal Gear Solid. Original Case sieht noch richtig schön aus, ist ein bisschen staubig, jetzt sind wir gespannt. Hier drin ist erstmal keine CD, okay. Dann die Originalanleitung in einem sehr schönen Zustand. Dann dieser Konami-Katalog. Und ich sehe schon, auf der anderen Seite ist die zweite CD von Metal Gear Solid. Die erste, die da vielleicht drin ist. Das probieren wir gleich. Vielleicht kommt es auch noch in einem der anderen Cases, die hier noch sind. Verkaufe PlayStation mit 5 Spielen. Also bisher ein sehr interessantes Paket. Als nächstes. Ach guck, Rayman diesmal jetzt aber für die PlayStation 1. Das Case ist ja ein bisschen kaputt schon, wie man hier ganz gut erkennen kann. Okay. Inlay ist da. Dann ist die Anleitung in schönem Zustand da. Und das Spiel selber ist das korrekte Spiel. Das ist die gelbe Rayman Disc, die auch auf der Rückseite ja ziemlich geil aussieht. Guter Zustand. Interessant. Case kaputt. Ansonsten aber alles tutti completti. Kriegst gar nicht richtig zu. So, weiter geht's. Wir sind noch nicht ganz fertig. Oh, der Schatzplanet. Jetzt hätte ich fast die Schatzinsel gesagt. Nein, der Schatzplanet. Das soll ganz nett sein. Habe ich noch nicht. Müsste ich mir mal angucken, wenn das richtige Spiel drin ist. Ne? Das ist ja hier scheinbar ein wenig Glücksspiel. Auch hier ist die Hülle nicht mehr ganz okay. Wir haben das etwas geknickte Coverart. Wir haben die Anleitung. Jawohl, ja. Plus das korrekte Spiel. Sehr schön. In okay, würde ich mal sagen. Ja, oberflächliche Kratzer, alles fein. Das kriegst du ja gelöst, wenn das Zeug schleifen lässt, wenn man es denn machen möchte. Für mich okay. Trotzdem hätte ich gerne die Metal Gear Solid Disc noch. Ein Teil ist noch drin, alles interessant. In einem selbst ausgedruckten Cover ist Crash Bandicoot Warped. Interessant, wir hatten ja eben schon die anderen Teile. Oh, ja, hier ist quasi gar nichts drin. Okay. Noch spannender, was hier vielleicht in dem Tray noch drin ist. Ich muss ja noch ein Stromkabel suchen, war ja keins dabei. So, aber es ist noch was hier drin. Oh, eine einzelne CD, zack, in einer Plastikhülle. Und lustig, kein geringeres Spiel als Silent Hill in der Platinum-Version. Verrückt, ziemlich zerkratzt, das muss man definitiv schleifen lassen. Aber jetzt, ja, was ist da denn jetzt drin? Ist da das Crash drin oder ist das halt, oder vielleicht doch das Metal Gear? Ich hole mal ein Kabel und wir gucken, ob das Ding überhaupt angeht und viel wichtiger, was denn da in dem Tray drin ist. Hi, mit Kabel. Und jetzt drücken wir alle die Daumen, dass da was drin ist und dass das Gerät überhaupt angeht. So, eingestöpselt, hinten Power on. Oben das rote Licht geht schon mal an, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt sagen wir einfach mal Eject. Ich sehe die Disc nur von hinten, sie ist schon mal schwarz. Es ist eine PlayStation Disc. Und es ist, yes,
Es ist Metal Gear Solid, die erste CD. Cool, damit ist das also komplett. Und ganz ehrlich, für 30 Euro, also sprich 35 Euro inklusive Porto, ein richtig cooler Schnapper. Ladies and Gentlemen, Drumroll, Trommelwirbel, this is the moment you've all been waiting for. Der Moment, an dem die Gewinner des 5000 Abo Giveaways bekannt gegeben werden. Ich habe die drei Pakete mit einem Random Common Picker auswählen lassen und habe so jeweils einen Namen für jeweils ein Paket bekommen. Und die lese ich euch jetzt vor. Wenn ihr unter den glücklichen Gewinnern seid, schreibt mir bitte gerne über Instagram, das ist superlario78, oder oldschool, eine E-Mail an lars@superlario.de und ich kann euch dann euer Paket zusenden. So, genug geredet, hier sind sie nun, die drei Namen. Und zwar gibt es für das Paket Dominik den Gewinner Armin Diethelm. Herzlichen Glückwunsch! Das Paket Fabian hat gewonnen, Red Chili. Und das Paket Wolfgang wurde gewonnen von Diego Battaglia, wie auch immer man das ausspricht. Herzlichen Glückwunsch, meldet euch gerne bei mir und dann ist euer Paket schon bald auf dem Weg zu euch. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns schon am Wochenende zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.